Ja, moin. Heute zu Gast bei uns Felix Müller von Record Power. Wir wollen heute ein paar Videos drehen zu ein paar Record Power Produkten wie WG250, Sabre 350, den Kamwag, Spannfutter-Mitnehmer und Drechselmesser. In den nächsten Wochen gibt es zu jedem Produkt ein ausführliches Video, wie das Ganze funktioniert, was die Vorteile sind. Und in unserem ersten Video werden wir einmal ganz kurz die Produkte anreißen, um dann in den nächsten Wochen nochmal genauer darauf einzugehen. Also Felix, erzähl doch mal, was genau sind die Highlights, Key Facts vom Kamwag? Ja, die Kamwag-Serie ist sehr kompakt. Sie kann also schnell irgendwo unter dem Arbeitstisch oder hinter der Bandsäge und oder unter der Drechselbank verschwinden. Sie hat eine Dreifachfilterung, was unüblich ist in der Richtung. Das sehen wir dann im Detail. Wir haben die Möglichkeit, hier auch den Lärm zu reduzieren. Und wir haben natürlich ein Zyklonsystem und das führt dazu, dass die Späne nach außen abgebremst werden und die Filterfläche dadurch langlebiger ist. Dreifachfilterung und kompakt heißt, man kann die ganze Maschine quasi unter der Drechselmaschine hinstellen. Die gefilterte Luft kommt hier raus und wir haben es schon getestet. Hier kommt wirklich saubere Luft raus, Staub oder? Ja, den Staub da reinziehen ist eine Sache, aber den Staub auch wirklich da drinnen behalten ist eben die andere Sache. Und wenn man hier dann oben den Luftaustritt misst, dann sieht man, dass praktisch da wirklich komplett gefiltert ist, bis auf 0,5 Mikron. Ja, also wir haben das Ganze getestet und es ist wirklich ein Gamechanger, könnte man sagen, weil die Luft, die kommt hier raus und sie ist einfach sauber. Und das ist das, worauf es in einer Werkstatt, in der man mit Staub arbeitet, schlichtweg ankommt. So ist es. Okay, machen wir weiter. Der WG250, ein Nassschleifer für Drechselmesser, Stemmeisen, Hobelmesser. Was sind die Merkmale dieser Maschine, die für einen Kunden interessant sind? Ja, ich glaube, hier ist ganz wichtig zu sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei der Maschine unschlagbar. Ich kann um 300 Euro im Prinzip alle Schärfarbeiten ausführen. Ich kann Messer schleifen, ich kann Hacken schärfen, ich kann Stemmmeißeln schärfen, ich habe einen Schleifstein, ich habe eine Polierscheibe, ich habe ein umfangreiches Zubehörprogramm, jetzt speziell fürs Drechseln, zum Schärfen der Drechseleisen. Und ich kann mit der Maschine wirklich das machen, was ich mit jedem anderen Nassschleifer auch machen kann, aber eben zu einem sehr günstigen Preis. Und das ist eben Record Power, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau, und wie das Ganze funktioniert, damit auch alle Drechselmesser wirklich scharf werden, zeigen wir dann im Video in 2 oder 3 Wochen etwa. Würde ich sagen, machen wir weiter mit der Bandsäge, mit der Sabre oder im Englischen Sabre 350. Ja, die Sabre 350 ist natürlich eine ausgezeichnete Maschine in ihrer Größenklasse mit Besonderheiten, wie zum Beispiel die angefederte Einstellmöglichkeit an den Führungen. Eine neue Erfindung von Record, was es viel einfacher macht, die Führungen einzustellen. Wir haben auch hier die Möglichkeit, den Anschlag mit einem Exzenter zu verstellen, um den genau dort zu positionieren, wo man eben haben wollen. Und wir können ihn links und rechts vom Tisch verwenden. Wir haben hier eine Bandsäge mit einem extrem stabilen und massiven Aufbau für die Spannung des Sägeblattes. Wir haben enorme Schnittleistungen und wir werden dann die Details, wenn wir die Maschine vorstellen, im Einzelnen genau erklären. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Spannfuttern. Spannfutter gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Was ist das Besondere an den Record Power Spannfuttern? Warum sollten sich Kunden für Record Power entscheiden? Ja, wir haben natürlich einmal eine ganze Serie. Wir haben von den kleinen SC1 und SC2 über die größeren SC3 und 4 wirklich eine komplette Produktpalette mit einem durchgängigen Zubehörprogramm auch im Backenbereich und Qualität. 5 Jahre Garantie auch auf unseren Backen und auf unseren Spannfuttern. Hochwertige Fertigung auf CNC-Maschinen und das ist das, was der Drechsler braucht. Okay, machen wir weiter mit den Coronet Hawk und Falcon Mitnehmern. Was gibt es hier Neues? Auch hier hergestellt in England eine umfangreiche Produktpalette mit verschiedenen Durchmessern, mit verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten.
einfach aufgebaut und von der Qualität eben einem europäischen Produkt entsprechend. Und last but not least, das Wichtigste für den Drechsler, Drechselmesser habt ihr jetzt in Eigenproduktion in Sheffield, nein, in der Nähe von Sheffield. Ja. Was gibt es dazu zu sagen? Wir bauen die Drechselmesser jetzt wieder oder stellen die wieder selber her in England. Besonders ist, wir haben einen Buchenholzgriff, der gewachst ist, sehr angenehm zum Angreifen, in verschiedenen Größenausführungen, natürlich entsprechend dem Werkzeug. Eine komplette Produktpalette und auch in verschiedenen Sets erhältlich. Und das Besondere ist, wir haben hier einen Farbcode. Die Drechsel-Eisen sind hier mit diesem Farbcode gekennzeichnet und auf der Verpackung ist ein QR-Code drauf, der mich dann automatisch dazu bringt, wie arbeite ich mit diesem Drechsel-Eisen, wie kann ich es schärfen. Also auch jene Leute, die zum Drechseln beginnen, haben hier einen guten Leitfaden, um eben leicht in das Drechseln hineinzuwachsen. Danke Felix für diese schnelle, kompakte Zusammenfassung. Falls euch das interessiert, bleibt unbedingt dran. In den nächsten Wochen gibt es, wie gesagt, für jedes einzelne Produkt ein ganz ausführliches Video, wie das funktioniert, also wie man die Comeback aufbaut, wie man sie benutzt, wie Drechselmesser geschärft werden oder Schnitzmesser und halt alles andere zu allen anderen möglichen Produkten. Falls euch das interessiert, bleibt dran und ich sag schon mal danke Felix, dass du hier bist, um Dankeschön. Das alles mit uns zu machen. Wir sagen danke für die gute Partnerschaft mit der Firma Schulte.